Die heutige Aufgabe besteht darin, ein Programm zu schreiben, das alle geraden Zahlen von 1 bis 100 auf dem Bildschirm ausgibt. Dazu habe ich bereits eine Grundstruktur erstellt, nämlich die Public Class, die heißt gerade, und unsere Main-Methode. Ihr könnt das Video an dieser Stelle stoppen und euch selbst daran versuchen, oder wir schauen uns gemeinsam die Lösung an. So, ich habe jetzt hier eine Lösung für euch programmiert. Und werde sie nun näher erläutern. Zuerst einmal erstellen wir eine Vorschleife. In dieser Vorschleife erzeugen wir eine Variable, die heißt i. Und diese Variable bekommt den Wert 0. Danach setzen wir unsere Abbruchbedingung für die Schleife fest. Das heißt, solange i kleiner oder gleich 100 ist, solange wird die Schleife ein weitergezählt, also das i wird ein weitergezählt und dadurch wird ein neuer Schleifendurchlauf generiert. Nun kommen wir zu dem Teil, der sicherlich am interessantesten ist. Wir müssen natürlich nun herausfinden, ob es sich bei der Variable i um eine gerade Zahl handelt. Das ist ja nun mal Bestandteil der Aufgabe. Dazu setzen wir eine if-Abfrage ein und fragen, wenn i, und jetzt kommt unser Modulo-Operator, das ist dieses Prozentzeichen, wenn i durch 2 teilbar den Rest 0 ergibt, dann gebe auf dem Bildschirm die Variable i aus. Was genau bedeutet das? Eine Zahl ist dann gerade, wenn sie durch 2 teilbar ist. Die 3 zum Beispiel ist nicht durch 2 teilbar, naja, ist sie schon, aber es bleibt ein Rest. Nämlich, wie oft passt die 2 in die 3? Einmal und noch ein halbes Mal. Es ist eben nicht der Rest 0, während hingegen die 4 durch 2 passt. Es ist eben kein Rest vorhanden, nämlich der Rest 0. Also würde hier die 2 und die 4 würden auf dem Bildschirm ausgedruckt werden, die 3 nicht. Wir können das mal ausprobieren. Und siehe da, es funktioniert. Wir haben also nun alle geraden Zahlen von 1 bis 100 auf dem Bildschirm ausgegeben. Die 0 ist jetzt hier noch drin. Das könnten wir ändern, indem wir hier eine 1 reinsetzen, weil die 0 ist ja nicht oder ist ja keine gerade Zahl. Ja, und damit haben wir diese Aufgabe gelöst.